Vor etwa einer halben Stunde kam die deutsche Mannschaft am Stadion an. Hunderte Schaulustige nahmen das Team dort in Empfang. Nach einem kurzen Stopp in der Kabine zeigten sich die Spieler dann den Fans im Stadion. Die deutsche Elf will unbedingt den Gruppensieg einfahren. Lea Wagner in Frankfurt, gibt es Überraschungen bei der Aufstellung? Keine einzige Überraschung gibt es in der Aufstellung. Dreimal die identische Startelf in drei Gruppenspielen. Das war zuletzt der Fall 2002 und das war die Weltmeisterschaft in Asien. Damals hieß der Bundestrainer noch Rudi Völler. Für das deutsche Team geht es heute um den Gruppensieg. Wie wichtig ist der? Wenn man sich den Achtelfinalgegner anschaut, ist er gar nicht so wichtig. Denn als Gruppensieger würde Deutschland gegen den Zweitplatzierten der Gruppe C spielen. Der ist allerdings noch gar nicht ermittelt. Da kommen noch alle vier Nationen in Frage. Es könnte sogar im Achtelfinale dann schon gegen England gehen. Der Gruppenzweite aus der Gruppe C und damit der Achtelfinalgegner der Deutschen, der wird dann erst Dienstagabend ermittelt und steht demnach erst so gegen 23 Uhr am Dienstagabend fest. Aber es geht primär um die interne Wirkung, also einfach für Rhythmus und Selbstvertrauen mit drei Gruppensiegen ins Achtelfinale zu gehen. Und das gab es auch noch nicht so häufig. Also drei Siege in der Gruppe, das gab es zuletzt 2012 erst einmal in der deutschen Europameisterschaftsgeschichte. Danke, Lea Wagner in Frankfurt am Main.